Ob als Fischstäbchen oder als Filet, wir Deutschen essen gerne Fisch. Und zwar jeder etwa 14 Kilo pro Jahr. Fragen wir, ob er aus nachhaltigem Fischfang kommt? Wir shoppen auch gerne und viel. Muss denn alles in Plastik verpackt sein? Wir nutzen sorglos Energie. Fragen wir, wie sie erzeugt wird? So könnte man die Situation der Ozeane beschreiben. Überfischt, zugemüllt und zu sauer. Etwa 1 Milliarde Menschen sind weltweit auf Fisch als Nahrungsquelle angewiesen, besonders in vielen ärmeren Ländern. Doch schon heute ist knapp 1/3 der Fischbestände überfischt. Nur ein nachhaltiges Management der Bestände kann die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung auch in Zukunft sichern. Auch beim Thema Plastik ist die Situation dramatisch. Derzeit gelangt pro Minute etwa so viel Plastikmüll in die Meere, wie in einen Lastwagen passt. Gehen Produktion und Konsumverhalten so weiter wie bisher, steigt die Menge sogar auf 4 Lastwagen pro Minute im Jahr 2050 an. Neben der Menge ist die Lebensdauer ein Problem. Sie wird je nach Kunststoffart bis zu 450 Jahre geschätzt. Und nicht nur die großen Kunststoffteile sind eine Belastung, auch das sehr viel kleinere Mikroplastik wird von Muscheln und Fischen gefressen und landet dann auf unseren Tellern als Teil unserer Nahrung oder im Speisesalz. Auch Blechdosen, Glasscherben und Altmetalle gelangen ins Meer. Allein auf dem Boden der Nordsee liegen etwa 600.000 Kubikmeter Müll. Meist unsichtbar sind Rückstände aus Abwässern, Arznei- und Pflanzenschutzmitteln sowie atomare Spaltprodukte. Außerdem wird noch immer zu viel Energie aus fossilen Energieträgern erzeugt. Es entstehen große Mengen Kohlendioxid. Dadurch erwärmen sich die Meere und werden saurer. Beides gefährdet die Korallenriffe. Sie beherbergen eine große Artenvielfalt, bieten Nahrungsgründe und Kinderstuben für viele Fischarten und leisten einen wertvollen Küstenschutz. Die Korallenriffe sind ein Teil des blauen Wunders Ozean. Wie sieht dein Beitrag aus, sie zu schützen?